Wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse 2012 am Hotspot Publishing Services. Bei mir ist Sascha Kiener von der Firma Metaio aus München. Der Name klingt ein bisschen kryptisch. Was steckt hinter Metaio? Also hinter Metaio steckt erstmal eine der Augmented Reality Firmen, die am längsten am Markt ist. Der Name kommt aus Meta In and Out. Es hat keine tiefere Bedeutung in dem Sinne, aber ist auf jeden Fall sehr, man kann sich gut daran erinnern. Und was macht Metaio? Wir bieten Augmented Reality Lösungen an, von Industrie bis hin zu Print. Das heißt, wir sind hier auf der Buchmesse, weil wir unter anderem unsere Software hier an den Mann bringen möchten, die es erlaubt, den Verlagen so einfach wie möglich Augmented Reality Inhalte zu erstellen für ihre Printmedien. Das könnte zum Beispiel was sein? Ein paar Beispiele. Ein Beispiel wäre, ich habe zum Beispiel ein Schulbuch oder ich habe ein Wissenschaftsmagazin und ich möchte in dem Magazin zusätzliche Inhalte anzeigen. Das können zum Beispiel Videos sein, die im Magazin angezeigt werden. Das können Sachen sein, die über die Funktion von QR-Codes hinausgehen, wie beispielsweise 3D-Objekte von, sage ich mal, Insekten, die ich mir von allen Seiten anschauen kann, wo ich genau lernen kann, wie funktioniert das, wie sieht das aus. Und genau solche Dinge bieten wir an. Sie nannten den Sach- und Fachbuchbereich, ist aber auch durchaus ein Thema auch für die Belletristik. Auf jeden Fall. Also man kann das Ganze auch künstlerisch nutzen. Wir haben öfter schon Studentenprojekte gehabt, die das Ganze künstlerisch etwas weiter, etwas hintergründiger ausbauen. Das bedeutet, man hat eine sehr vereinfachte Darstellung, zum Beispiel von einem Buch von Jekyll und Hyde, was wir gemacht haben, was Studenten mit uns gemacht haben, indem man relativ einfach sehen kann, sehr, sehr hintergründig, wie beispielsweise auf einem Bild die Kerzen flackern, wie ein Schatten über das Bild läuft. Also es ist alles sehr künstlerisch gemacht, aber auch in dem Bereich ist es sehr sinnvoll, das einzusetzen. Aber Schwerpunkt momentan noch ganz klar im Sachen Fachbuchbereich. Ja, Sachen Fachbuchbereich und Sachen Magazine natürlich. Wir haben sehr viele Magazine, wie auch TV-Spielfilme, auch Fernsehmagazine, die zum Beispiel Trailer anzeigen können, wenn ich das Handy darauf halte. Wir haben unter anderem Magazine wie eben diese Wissenschaftsmagazine, die Quizzes anbieten. Wir machen im Fernsehbereich auch die Erkennung von einem Fernsehbild, was dann ermöglicht, zum Beispiel auch Quizzes, Gewinnspiele mit Hilfe des Smartphones und des Fernsehers zu machen. Klingt alles vor allem nach großen Namen. Ist das auch ein Service, den kleinere Verlage nutzen können zu halbwegs erschwinglichen Konditionen? Ja, natürlich. Wir haben jetzt in unserer Messe letzte Woche ein neues Tool gestartet, das heißt Metaio Creator. Das ist unser Versuch für die Verlage, ein Tool zu geben, was es erlaubt, Augmented Reality ohne Programmierkenntnisse und ohne großartigen Zeitaufwand erstellen zu können. Und mit diesem Tool ist es möglich, innerhalb von 2 bis 3 Minuten problemlos Inhalte wie zum Beispiel einen Online-Shop auf ein Magazin zu verlinken, wo ich dann im Prinzip Kauf-Buttons bekomme, die ich einfach durch ein Anklicken direkt meine Waren in den Warenkorb legen kann. Das ist dann durchaus auch ein Produkt für einen kleineren Verlag. Klar, also diese Software wird bei einem Preis liegen von um die 300 Euro für eine einmalige Zahlung und dadurch können alle Verleger, auch kleine Verleger, problemlos Inhalte einfügen und ihren Content, ihre Magazine, ihre Bücher erweitern damit. Unterstelle mal, dass so ein Produkt hier auf der Messe auf großes Interesse stößt. Ja, auf sehr großes Interesse. Wir haben schon jetzt am ersten Tag sehr viel Zulauf. Die Leute sind sehr interessiert, gerade weil im Printbereich wird immer noch Möglichkeiten gesucht, zusätzliche Inhalte anzeigen zu können, nicht nur auf Büchern, wie gesagt, auch auf Magazinen, in Zeitungen. Es geht hin bis zur Werbung, dass man in Werbung mehr interaktive Inhalte anzeigen möchte. Ich zeige Autos in verschiedenen Farben in 3D auf dem Magazin an beispielsweise. Mhm. Kommt das Interesse nur aus dem deutschen Markt oder auch international? Auch sehr international. Also wir sind natürlich, da wir eine Münchner Firma sind, hauptsächlich in Deutschland vertreten. Aber wir haben auch ein Büro beispielsweise in San Francisco mit 15 Mitarbeitern. Wir versuchen so international wie möglich zu sein und auch internationale Verlage auch anzusprechen dadurch. Und dazu ist die Frankfurter Buchmesse, glaube ich, ein ganz guter Platz. Ist optimal für uns. Hier ist natürlich jeder Verlag vertreten, der irgendwie nur hier sein kann. Sogar Technologiefirmen sind vertreten, mit denen wir uns natürlich auch unterhalten können, bestimmte Kooperationen einzugehen. Und von daher ist das ein perfekter Platz für uns für diese Woche. Also ein großer Marktplatz rund um das Buch in allen seinen Erscheinungsformen, rund um die Digitalisierung. Hier haben wir also einen der Protagonisten von Metaio. Sascha Kiener, Business Development, ganz herzlichen Dank und good luck for you
hier an der Frankfurter Buchmesse. Herzlichen Dank. Tschüss. Danke.